wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden. Mit diesen Worten hat das Evangelium des letzten Sonntags geendet. Es könnte jetzt sein, dass einige aufzeigen und sagen, Jesus, mach dir keine Sorgen, ein paar Gerechte wirst du in der Stadt schon finden. Denen, die allzu schnell aufgezeigt haben, erzählt Jesus jetzt das folgende Gleichnis, das wir nun hören. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auch dieser heutige Abschnitt des Evangeliums steht in einem Zusammenhang, in dem sich nach und nach eine bestimmte Thematik entfaltet. Am Anfang stand die Frage nach dem Glauben, stärke unseren Glauben. Es war die Frage nach dem Anbruch des Gottesreiches. Und letzte Woche haben wir die Aufforderung zum immerwährenden Gebet gehört. Jesus hatte gesagt, dass das Reich Gottes gewissermaßen schon angebrochen ist, dass es schon unter den Menschen ist und dass es diejenigen erfahren werden, die immerfort beten. Sie werden erfahren, dass Gott unverzüglich ihr Gebet beantworten wird und dass sie Gerechtigkeit erfahren werden, die Gerechtigkeit des Reiches. Nun ist die Frage, wie muss die Haltung sein, die diese Erfahrung ermöglicht? Die Pharisäer gingen damals davon aus, dass das Reich Gottes dann anbrechen wird, wenn endlich alle das Gesetz des Moses einhalten. Alle Ritualgesetze, die Tempelrituale, wenn sie die Gerechtigkeit auf Erden hergestellt haben, dann würde der Messias als Antwort auf das Recht tun des Menschen kommen. Nun erzählt Jesus denen, die von diesem Denken geprägt sind, eine provokante Geschichte und macht deutlich, welcher Glaube notwendig ist und wie das Gebet beschaffen sein muss, damit der Menschensohn, wenn er kommt, aufgenommen wird und damit diejenigen, die den Anbruch dieses Gottesreiches erfahren können. So schildert Jesus also zwei Männer, die zum Tempel hinaufgehen, um zu beten. Wer zum Tempel hinaufgeht, um zu beten, muss nicht von vornherein schon in der rechten Gesinnung sein, wie die weitere Entfaltung der Geschichte zeigt. Der eine ist ein Pharisäer, also ein Abgetrennter, das bedeutet der Name. Die Pharisäer haben sich von den anderen, die das Gesetz nicht in dieser Reinheit eingehalten haben, ferngehalten, vor allem aber auch von den Sündern, die ja für sie unrein waren. Sie wollten sich nicht anstecken von dieser Verunreinigung. Sie wollten im Gegenteil fortwährend auch in dieser Reinheit, in dieser kultischen Reinheit leben, von der sie geglaubt haben, dass das gottgefällig ist. Also haben sie sich ferngehalten, abgetrennt gehalten. Dieser stellt sich hin im Tempel, das ist die übliche Gebetshaltung, richtet sich vor Gott auf und spricht sein Gebet. Aber eigentlich, wie der Text zeigt, steht er eigentlich gar nicht wirklich vor Gott. Er beginnt zwar mit diesen Worten: Gott, ich danke dir. Das ist noch eine richtige Formulierung, das hört sich noch nach Gebet an. Aber anschließend zeigt sich, dass Gott in dieser Rede, man kann sie gar nicht wirklich Gebet nennen, keine weitere Rolle mehr spielt. Ich danke dir, so sagt dieser Pharisäer, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen oder wörtlich eigentlich wie die übrigen Menschen, also die, die übrig bleiben, die, die man eigentlich gar nicht wirklich brauchen kann. Und er zählt dann einen ganzen Lasterkatalog auf. Er nennt also hier die Räuber, Betrüger, Ehebrecher und dann als Gipfelpunkt erwähnt er den Zöllner, der da hinten im Tempel steht, wie dieser Zöllner dort. Im Zöllner vereinigen sich quasi alle diese Laster, die er zuvor genannt hat. Die Zöllner galten als Räuber, denn sie haben die Zölle für die Römer eingehoben, sie waren Betrüger, sie haben auf die vorgeschriebene Summe noch etwas draufgelegt, um sich zu bereichern. Ja, und im geistigen Sinn waren sie Ehebrecher, weil sie gewissermaßen mit dem Feind ins Bett gestiegen sind. Nach dem Schuldbekenntnis, das der Pharisäer ablegt, freilich nicht seine eigene Schuld, kommt der Lobpreis. Er bekennt nicht seine Schuld, sondern die Schuld der anderen. Und der Lobpreis, es ist nur der Lobpreis auf seine eigene Gerechtigkeit, seine eigene Gutheit. Und mit dieser will er alles übertreffen, was das Gesetz vorschreibt.
Das machen dann diese Worte deutlich. Denn er sagt, er faste zweimal in der Woche. Das ist zum Gesetz ja nicht vorgeschrieben. Das Gesetz des Mose schreibt lediglich einen Fasttag im Jahr vor. Das ist der Versöhnungstag, der Yom Kippur. Das zweimalige Fasten in der Woche war eine Sonderleistung, die Gott niemals aufgetragen hat. Auch die Gabe des Zehens, so wie der Pharisäer das hier erwähnt, ist in dieser Form vom Gesetz her nicht vorgeschrieben. Es ist anders definiert. Im Deutschen heißt es hier zwar, ich gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Das ist nicht ganz korrekt wiedergegeben, denn eigentlich steht hier, wenn man das griechische Original hernimmt, ich gebe den zehnten Teil von allem, was ich erwerbe. Gemeint ist damit, dass der Pharisäer von dem, was er am Markt erwirbt, noch einmal den zehnten Teil abgibt. Warum? An sich schreibt das Gesetz des Zehnt vor, dass von den landwirtschaftlichen Produkten, auch nicht von allen, von einem Teil der landwirtschaftlichen Produkte, der zehnte Teil abgegeben werden muss. Nun gingen die Pharisäer davon aus, dass vielleicht nicht alle den Zehnten wirklich korrekt abgeliefert haben und dass vielleicht am Markt Waren verkauft werden von Anbietern, die den Zehnten noch nicht gegeben haben. Deshalb haben sie ein eigenes Gesetz beschlossen, von dem, was sie eingekauft haben, noch einmal den Zehnten abzugeben. Es war nicht vorgeschrieben, es war eine Sonderleistung. Aber führt natürlich dazu, dass der Pharisäer sich in besonderer Weise als Gerechter vor Gott fühlen kann. Er übererfüllt das Gesetz. Es zeigt sich aber in diesem eigenartigen Beten, dass der Pharisäer überhaupt nicht offen ist vor Gott. Er bleibt ganz und gar bei sich stehen. Es kommt immer wieder das Wort Ich vor. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Ich faste zweimal in der Woche. Also er ist ganz und gar gefangen in sich. Dreimal das Wort Ich. Gott hat keinen Raum. Dieses Gebet enthält auch keine Bitte. Gott kann diesem Pharisäer gar nichts geben, weil er auch gar nichts von Gott ersehnt und gar nichts von Gott will. Im Tempel steht er zwar ganz vorne, aber in Wirklichkeit ist er weit weg von Gott. Dann schwenkt Jesus die Aufmerksamkeit auf den Zöllner. Der bleibt im Tempel ganz hinten stehen. Eigentlich dürften Zöllner den Tempel ja gar nicht betreten, denn sie galten als unrein. Und wer unrein ist, darf den heiligen Ort nicht betreten. Er würde ihn ja mit seiner Anwesenheit beschmutzen und beflecken. Der Zöllner bleibt ganz hinten stehen und er wagt nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben. Er schaut nicht auf, er schaut nicht auf die anderen und kann deshalb die anderen auch gar nicht beurteilen und verurteilen. Er sieht nur sich selber, sein eigenes Elend, seine eigene Sündhaftigkeit, seine eigene Armut. Und in dieser eigenen Armut, in dieser Unfähigkeit, kann er nicht mal sagen, hier bin ich Herr, ab heute wird alles anders, ab heute werde ich mich ändern, ab heute werde ich nicht mehr sündigen. Er weiß, dass er sein Leben zunächst nicht ändern kann. Er kann nur seine Armut bekennen. Und hier steht nicht einmal, dass er betet, hier steht einfach nur, er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Skandal ist nun, dass Jesus sagt, dass dieser Zöllner gerechtfertigt nach Hause geht. Bei ihm ist Gott angekommen und sein Gebet wurde unverzüglich erhört. Unverzüglich wurde ihm Gerechtigkeit zuteil. Unverzüglich wurde ihm Recht verschafft. Und da erinnern wir uns an das Evangelium der letzten Woche. Da hat uns Jesus dieses Bild der Witwe gegeben, die da zum ungerechten Richter kommt und ihn Tag und Nacht bedrängt und schließlich gibt er nach und erfüllt ihre Bitte. Und Jesus sagt, wenn schon dieser ungerechte Richter dieser Witwe gibt, was sie will, ja, wie viel mehr wird Gott den Auserwählten Gerechtigkeit verschaffen, die Tag und Nacht zu rufen? Ja. Das Paradox ist nun, dass dieser Zöllner einer ist, der mit diesem einfachen Gebet unverzüglich Erhörung erfährt. Ja, er kehrt heim und Gott ist bei ihm eingekehrt. Wir werden dann nächste Woche hören, wie genau diese Geschichte ihre Erfüllung erfährt in der Begegnung zwischen Jesus und dem Zöllner Zachäus, wo Jesus zu diesem Zöllner aufblickt und dann beim Zöllner einkehrt, um in seinem Haus zu bleiben. Bei dem Zöllner, der in seiner Armut seine Sündhaftigkeit bekennt und offen ist für Gott, dort kann Gott kommen, dort kann er einkehren, dort kommt der Menschensohn an und dort beginnt das Reich Gottes. Damit wirft Jesus die frommen Überlegungen über den Haufen, die damals davon ausgegangen sind, dass der Messias dann kommen wird, wenn die Menschen zuerst einmal ihre Gerechtigkeit leben vor Gott, wenn sie alles richtig machen, die Gesetze erfüllen und dass dann das Reich Gottes anbrechen würde.
Jeder, der meint, dass das Reich Gottes als Antwort auf menschliche Gerechtigkeit und menschliche Anstrengung kommt, der hat noch nicht begriffen, wer Gott wirklich ist und was er wirklich den Menschen schenken möchte. Wer immer den Verdienstgedanken in die Gottesbeziehung hineinträgt, verschließt sich eigentlich vor Gott. Wenn jemand also meint, man müsse Gott durch bestimmte Gebete, durch bestimmte Opfer bewegen, damit er eine Bitte erhört, wird dann für den Fall, dass einem Menschen das zuteil wird oder das erlebt, was er erbeten hat, auf seine eigene Leistung zurückführen und glauben, ja, ich selber habe das erreicht durch meinen Einsatz, durch meinen Verzicht oder durch meine Anstrengung. Und so bleibt dieser Mensch bei sich stehen und begreift nicht, wer Gott wirklich ist. Dass Gott zu den Armen kommt. Selig die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die im Grunde nur ihre Lehre bringen können, die wie ein Gefäß sind, das gefüllt werden kann. Gott ist immer reine Gabe, reines Geschenk. Und die, die wissen, dass sie nichts bringen können, dass sie vollkommen arm sind vor Gott, können diesen endlichen Reichtum aufnehmen, den Gott schenkt. Ja, und jetzt kommt der schwierige Teil dieses Evangeliums, denn es ist ja eine Botschaft, die sich auch an uns richtet, an die praktizierenden Christen, und keiner von uns wird sich so wie dieser Pharisäer vorne hinstellen und so beten wie er, denn wir kennen ja diesen Text gut, ja, und wir wollen nicht in die gleiche Falle gehen. Ja, beim Gottesdienst ist es so, dass wir immer gleich am Anfang unsere Sünden bekennen und dass wir Gott um sein Erbarmen bitten, und im persönlichen Gebet werden wir auch Gott sagen, dass wir Sünder sind. Aber weh, ein anderer sagt das über uns. Ja. Da bemerken wir dann, wie sich in uns etwas wehrt, ja, wie dann doch der Stolz ist. In jedem von uns lebt auch der Selbstgerechte, der Unfehlbare, der davon ausgeht, dass man selber der Richtige ist, richtig denkt, vielleicht auch rechtgläubig ist, und die anderen, die nicht genauso sind, sind eben nicht voll dabei, oder auf die schaut man dann allzu leicht herab. Das kann ein Problem des Einzelnen sein, aber auch von Gruppen. Ja. Kann sein, dass man sagt, ja, ich bin römisch-katholisch. Bei uns ist die Wahrheit, wir sind die richtigen Christen, und die nicht so glauben wie wir, die sind eigentlich nicht auf dem rechten Pfad. Umgekehrt gibt es genauso das auch bei anderen Denominationen. Es kann sein, dass Evangelikale sagen, ja, nur wir, die wiedergeborenen Christen, sind die Richtigen, und die nur in der Tradition sind, die glauben nicht richtig. Wir sind die Guten, wir sind die Besseren, und die anderen sind vielleicht nicht einmal erlöst. Also, es kann eine individuelle Haltung sein, es kann aber auch die Haltung einer Gruppe sein, die dieser Haltung des Pharisäers entspricht. Jetzt ist die Frage, wie kommt man in die richtige Haltung vor Gott, in die richtige Gebetshaltung, die öffnet dafür, dass Gott ankommen kann. Es könnte jetzt sein, dass sich jemand erst recht bemüht, die richtige Haltung der Demut vor Gott einzunehmen, dass er diese Demut gewissermaßen leisten möchte, damit er nicht auf diese Spur des Pharisäers kommt. Ja, es könnte dann sein, und das ist jetzt so ein Paradox, dass jemand natürlich nicht wörtlich, aber doch von der Haltung her so betet, Gott sei Dank, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer. Ja. Denn ich weiß, dass ich Sünder bin, ich gehe einmal im Monat in der Beichte und ich setze mich immer in die letzte Reihe in der Kirche, ja, und schnapp die Falle schon wieder zu, ja. Auf paradoxe Weise natürlich, aber schon wieder baut man mehr auf die eigene Leistung als auf das, was Gott tut. Vielleicht verstehen wir anhand dieser Gedanken besser, warum Jesus diese bange Frage stellt: Wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Wird er wirklich diese Armen finden, die bereit sind, sich einfach beschenken zu lassen? Das ist besonders schwierig auch unter den religiösen Leuten, die immer noch davon ausgehen, dass sie vor Gott etwas bringen müssen, dass sie etwas leisten müssen. Das ist so schwer anzunehmen, dass man wirklich grundlos geliebt ist, einfach weil man Geschöpf Gottes ist. Wird der Menschensohn diesen Glauben finden, diese Armen, die sich einfach beschenken lassen? Und weil sie Beschenkte sind, dann sich nicht vor Gott aufstellen und sagen, ich bin der Gute, sondern einfach diese Liebe weiterfließen lassen zu den anderen, die ebenfalls völlig unfähig sind, sich diese Liebe zu verdienen. Es hat also keinen Sinn, in frommer Weise sich um diese Haltung des Zöllners zu bemühen und sie in irgendeiner Weise leisten zu wollen. Das Einzige, wozu dieses Evangelium auffordert, ist einfach die eigene Wirklichkeit, die eigenen Grenzen, die eigene Armut so anzunehmen, wie sie ist, und in diesem Glauben zu wachsen, dass man so von Gott geliebt ist. So kommt eine ganz tiefe Freude ins Leben, auch ein Trost kann ins Leben kommen. Ja, und dort bricht dann auch das Reich Gottes schon an, diese
ganz andere Gerechtigkeit. Gott macht dann alles recht, er macht alles richtig, er bringt alles zur rechten Ordnung. Gott macht den Anfang in dieser Liebe, damit dann die, die von ihm geliebt sind, diese Liebe weitertragen können. Der Text des heutigen Sonntags ist im Grund nichts anderes als eine Einladung, einfach innezuhalten, sich selbst anzuschauen, sich auszuhalten und Gott Danke zu sagen für die grenzenlose Liebe, mit der man angenommen, gehalten und getragen ist.